So, jetzt sollen wir hier irgendwelche Ratsherren warnen. Ne? Ich muss hier am besten mal die Quest aktiv setzen. Ja. Ja, ich habe gerade so viele Pfeile. Blind? Da, da. Und Markierung hin so. So. Es gibt ja manche Sprecher, die sprechen so viele Sachen. Und teilweise gar nicht meint, dass es der gleiche Synchronsprecher ist. Öffnet diese Tore. Wir müssen zu den Ratsherren. Sie sind von innen verriegelt. Söldner, ihr seid zurückgekehrt. Eveli versucht, in die Kaserne vorzudringen. Ah, das bleibt das. Ich glaube, ich würde über... Ja, wie er sich das merkt. Kann aber eigentlich nur über Cookies oder sowas sein. Die Kultisten der erwachenden Flamme haben für eine Ablenkung gesorgt. Und wie grüne Rekruten sind Eveli und ich darauf hereingefallen. Kaum, dass wir das Kastell verlassen hatten, sind sie dort einmarschiert und haben sich in ihm verbarrikadiert. Sind die Ratsmitglieder noch am Leben? Ich bin mir nicht sicher. Als wir erkannten, dass die Ablenkung nur eine List war, hatten die Kultisten uns bereits ausgesperrt. Wenn die Kultisten Lovidicus, Vandasia und den anderen etwas antun, werde ich keine Ruhe geben, bis sie alle dafür gebüßt haben. Ratsherr Vandasia ist ein Verräter. Er ist der Hohenpriester des Ordens, der erwachenden Flamme. Was? Seid ihr euch sicher? Vandasia dient Dunkelforst und dem Kaiserreich schon mehr als 50 Jahre. Es reicht. Wir müssen hineingelangen. Dann können wir der Wahrheit auf den Grund gehen. Sucht Eveli bei der Kaserne und unterstützt sie. Ja. Bei der Kaserne. Ruhig, wartet ab. Was? Jetzt können wir hinein. Lasst. Oh, okay. Ihr seid hier. Ja. Oh, Öfra sei Dank. Ihr seid zurück. Hauptmann Rian und ich, die haben uns hereingelegt und aus dem Kastell gelockt. Jetzt ist dort alles abgeriegelt und ich weiß nicht, ob die Ratsmitglieder noch am Leben sind. Das habe ich wirklich ganz schön versaut. Ich wünsche, sie wüsste. Ratsherr Vandasia steckt hinter all dem. Er ist der hohe Priester des Ordens der erwachenden Flamme. Vandasia? Dieser Verräter! Ja, sagte ich doch gerade. Er hat uns angelogen. Er ließ seine eigenen Kollegen ermorden. Und alles nur, um ein paar dädrische Waffen in die Hände zu bekommen? Aber Lyrant, die Dremora, sie hat mir gesagt, dass das Schicksal der Welt auf dem Spiel steht. Wir müssen die Ratsmitglieder erreichen. Führt diese Tür ins Kastell? Ja, die Kaserne ist mit dem Rest des Kastells verbunden. Da ich die Kultistenwachen ausgeschaltet habe, können wir so die Ratsmitglieder und die Legaten erreichen. Gehen wir, aber bleiben wir aufmerksam. Wir sind uns nicht sicher, wie viele dieser angeknacksten Eicheln dort auf uns warten. Kein Problem. Hau ich alle um. Ja, langer Ladebildschirm. Er hat wahrscheinlich erst gewartet, bis ich reingegangen bin. Ich habe mich jetzt durchgeschubst durch die Tür. Jetzt brauche ich auch einen, der mich durch die Tür schubst. Ah, okay. Gehalten hat. Oder dass er bei diesen Fanatikern das Sagen hat. Ja. Süßkringel. Oh, Süßkringel.
Danke. Ich hab mir gegriffen. Kürbis. Lecker. Oh, Handwerkerstil, die Hochelfen. Na, jetzt habe ich sie jetzt. Alle. Jetzt habe ich sie alle. Feuer. Offen nicht. Ja. Nickel. Ich krieg nur den Trödel, ey. Trieche. Ja. Also Rüstungssachen, die lasse ich drin, wenn sie nicht gerade irgendeine Farbe haben. Mandasia, wie konntet ihr nur? Bei allem, was auf dem Spiel steht, wie könnte ich nicht? Warte, ich bin noch nicht mit Minuten fertig. Was? Macht er schon wieder so ein... Ja, die stressen hier schon wieder rum. Du. Ich bin hier in diesem einen Raum, ja, hier genau. Warst du mit Puppen beschäftigt? Hier ist noch was zu töten. Und nichts zu looten. Rettich gefunden. Oh, wow. Jetzt können wir den Salat mal so Kürbisrettich mit Süßkringel. Oh. Das... Ich? Bruder, seit wann seid ihr hier, Beragon? Ein kleiner Raptor. Hier noch was nehmen. Geh mich mal runter. Jetzt doch. Neue Bücher habe ich eher weniger. Also, ein Dekofax. Wax. Ein Dekofax. Ja, also Faxgeräte kann man heute noch nur als Deko nehmen, das stimmt. Der Arm dran als Arm ab. Ja, ehrlich. Du das mögen. Mitten beim Shopping immer. Sind wir so beim Shoppen. Kann ich Ihnen helfen? Nein, ich habe gerade erst den Laden betreten. Oh, kurz. Ja. Dauert hier echt nur so lange, weil wir so viel looten.
hier durch? Oh, hier durch. Rumlaufen. Als Türglocke. Keine Ahnung. Hab ich nicht. Ratsherrin Valeria hier. Sie ist tot. Wir müssen weiter nach Lovidicus suchen. Triche. Auch interessant. Die ganzen Schränke hier geplündert und umgeschmissen. Bananen. Ja, Bananen sind auch bedingt lecker. Ja, also ab und zu esse ich auch ganz gerne noch mal eine Banane, aber die müssen noch grün sein. Oder grünlich schimmern. Nee, uah. Braune Bananen, uah. Wieder eine Blaupause. Von das hier, ihr Verräter. Ich werde beenden, was die Langhauskaiser anfingen, Lovidicus. Ich werde die Macht der vier Ambitionen entfesseln. Fürst, wieder hoch. Hört euren Hohepriester. Entsendet einen Champion, diese Störenfriede zu vernichten. Aber töten wir. Tod den Sterblichen. Sorgt euch nicht um mich. Fällt auch mal um? So, danke. Fantasia hat uns alle getäuscht. Ich hab gehört, hier soll ein Champion kommen. Hallo? Boah, müssen wir rausgehen. Hat jemand was von Gegner gesagt? Also. Freund meiner Schwester, da wir nun nicht mehr in unmittelbarer Gefahr schweben, kann ich sagen, dass es schön ist, euch wiederzusehen. Ich wünschte nur, die Umstände wären bessere. Ich habe allerdings gute Neuigkeiten. Ich habe die Verschlüsselung in den von euch geborgenen Dokumenten geknackt. Hat das Dokument erwähnt, wo wir die Ambitionen finden? Ich bin mir nicht sicher. Ich hatte nur einen kleinen Teil der Verschlüsselung übersetzt, bevor der Angriff begann. Darin wurde ein Gewölbe erwähnt, das sie schützen sollte, womit vermutlich die Ambitionen gemeint waren. Es liegt verborgen in der Ujel-Bak. Doch den Begriff kenne ich nicht. Ujel-Bak. Argonisch vielleicht? Es klingt zumindest so, aber sicher bin ich mir nicht. Ich habe Ratsherr Lovidicus noch nicht Bericht erstattet. Da es so aussieht, als würde er mit euch sprechen wollen, teilt ihm bitte meine Erkenntnisse mit. Und sagt ihm, es tut mir leid, dass ich nicht mehr entschlüsseln konnte. Okay, ich werde mit Lovidicus sprechen. Lasst Ratsherr Lovidicus wissen, was ich aus dem verschlüsselten Dokument herauslesen konnte. Dass das Gewölbe, das sie beschützt, im Ujel-Bak verborgen ist. Ich wünschte, es wäre mir gelungen, mit der Übersetzung aller Dokumente fertig zu werden, bevor Vandasia sie gestohlen hat. Es ist schön, euch wiederzusehen, Aragorn. Gleichfalls, mein Freund. Hab Dank, dass ihr meiner Schwester auch weiterhin zur Hand geht.
Ich weiß, dass sie auf sich aufpassen kann. Doch das bedeutet nicht, dass ich mir keine Sorgen um sie machen würde. Warum hat man das denn nicht versucht, auch euch umzubringen? Er dachte wohl, ich hätte nicht genügend Zeit gehabt, um Teile der verschlüsselten Passagen zu entschlüsseln. Mir blieb kaum Gelegenheit, mir die Dokumente anzusehen, als sich auch schon die Portale öffneten und seine Kultisten hereinplatzten. Zum Glück bin ich mit diesem Code bestens vertraut. Er ist mein Spezialgebiet. Ihr könnt euch nicht irgendwie dazu verleiten, mit uns auf der Suche nach dem Gewölbe zu kommen? Leider liegen meine Tage als Abenteurer lang hinter mir. Mir ist es heute mit Feder und Tinte viel wohler als mit Schwert und Schild. Ich werde aber noch bleiben und nachfragen, ob Ratia Luvidicus meine Dienste anderweitig benötigt, wo ich schon einmal hier bin. Vandasia ist ein Hohepriester von Meronis Dagon? Ist er schon all die Jahre ein dädrischer Kultist? Ich habe die Zeichen nicht erkannt. Und nun sind die Ratsmitglieder... Sie sind alle tot. Valeria, Sophus, Arbor und Jirich. Ja, Vandasia hat uns ausgetrickst. Ich habe die Wahrheit auch erst nach den Ereignissen der Freistadt der Dunklen Bruderschaft erfahren. Ja, natürlich. Die Freistadt. Ich schätze, das beweist wohl, dass die Dunkle Bruderschaft nicht in den Plan verwickelt war, uns zu ermorden. Was habt ihr sonst noch aufgedeckt, während ihr weg wart? Vandasia ist der hohe Priester des Kults. Und sie kennen den Aufenthaltsort einer der Ambitionen. Es ist noch schlimmer als das. Vandasia hat dem Schreiber die Dokumente entrissen, die ihr von den Ratsmitgliedern beschafft habt. Sobald er sie übersetzt hat, kennt er den Aufenthaltsort aller vier Ambitionen. Beragon hat einen Teil übersetzt, darin wird Oyel Bak erwähnt. Doch das Wort kennt er nicht. Oyel Bak. Den Begriff habe ich schon gehört. Das ist argonisch. Ich glaube, das meint eine Landschaftsformation in der Marsch von Dunkelforst. Doch Vandasia kannte die Gegend besser als ich. Ich kenne allerdings jemanden, der uns helfen kann. Ihr habt sie wohl schon selbst getroffen, glaube ich. Ihr kennt jemanden, der uns helfen kann, das verborgene Gewölbe aufzuspüren? Falls uns dieser Begriff zu dem Gewölbe führt, kann das gut sein. Wir können nur den Hinweisen folgen, die wir bekommen. Sprecht mit Keshu, der Schwarzflosse. Wenn jemand uns helfen kann, die Wildnis von Dunkelforst zu durchqueren, dann ist es Gouverneurin Keshu. Okay, werde ich machen. Verdammt! Ich kann kaum glauben, dass Vandasia ein Verräter und Kultistenanführer ist. Und er hat Valeria ermordet. Fast auch Luvidicus. Er war uns die ganze Zeit stets ein paar Schritte voraus. Wir dürfen ihn nicht an die Ambitionen herankommen lassen. Das dürfen wir einfach nicht zulassen. Ratsherr Luvidicus empfiehlt, dass wir nach Gideon reisen und Keshu fragen, wo Oyel Bak, oder was Oyel Bak bedeutet. Na schön. Wir haben einen Plan. In der Zwischenzeit haben wir Ratsherr Luvidicus gerettet, die Dunkle Bruderschaft von diesen Morden entlastet und Vandasia als den Verräter und das Oberhaupt des Kults entlarvt. Ihr habt euch gut geschlagen, mein Freund. Hier, euer Anteil an der Vergütung. Dankeschön. Also, die Informationen der ehemaligen Ratsmitglieder verweisen auf einen argonischen Ort. Etwas, was man Oyel Bak nennt. Vandasia hat sich mit den Dokumenten aus dem Staub gemacht, ehe wir mehr erfahren konnten. Nun müssen wir herausfinden, was das bedeutet, bevor die Kultisten uns zuvorkommen können. Wir wissen nicht, was Oyel Bak bedeutet oder wie man es findet. Nein, aber Ratsherr Luvidicus hat diesen Ausdruck. Ja, wir kennen. Gouverneurin Keshu von Gideon. Ja. Wir treffen uns in Gideon wieder. Oh. Ach, quatsch die viel. Ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle Feierabend. Denn wir müssen wieder ins Bettchen. Und geht's wieder zur Arbeit. Ein Urlaub. Was? Ihr habt nichts gehört. Ja, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, und in der nächsten Folge geht es dann weiter in Gideon, wo wir mit Keshu sprechen, wenn wir uns bis dahin daran erinnern, dass wir das machen wollten. Ja, immer so ein Problem im Alter.
Also, ja, dann gut's Nächte, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.